Der Testwürfel ist fertig gedruckt, hat ca. 20 Minuten jetzt gebraucht, 20 x 20 mm, man sieht jetzt mit meiner Hand, der ist wirklich klein, der ist wirklich klein, so, das, der saß auch richtig gut fest jetzt auf der Platte, schauen wir uns das hier mal an, auf dem Druckbett, ja, der hat also nicht die Ecken hochgezogen, hat sich nicht gelöst vom Druckbett, der hat bis zum Schluss wunderbar dran gehaftet. Das Material ist PETG, spiegelt jetzt sehr, aber genau den Effekt wollte ich jetzt haben, um einfach die Feinheiten auf der Oberfläche zu sehen. Hier nun meine Testanordnung, um die Oberflächenqualität der 3D-Drucke möglichst zu verbessern. Und diese schreckliche Rillenbildung, also was heißt schreckliches übertrieben, manch einer, dem fällt das gar nicht auf. Ich gucke da genau hin, manchmal mit der Lupe, und mir gefällt das nicht, weil das mechanisch einfach unsauber. Und wenn ich Fehlerquellen im Drucker identifiziert habe, die mechanisch nicht sauber gelöst sind, versuche ich die zu optimieren. Einfache Geschichte. In der Hoffnung, dass das Druckbild dann das auch, dass das Druckbild sich erkenntlich zeigt. So, was haben wir hier? Also, um diese Zugkräfte nach oben zu eliminieren, einfach die Spule hat natürlich durch ihre Aufwickelung einen Losbrechmoment, wenn die sich immer ruckweise oben weiter bewegt und langsam abrollt. Auch wenn der Druckkopf unten schon nach links und rechts eilig hin und her fährt, hat er ja eine Längenänderung relativ zur Spule oben in dem Filament. Und selbst diese schnellen Bewegungen, die sorgen natürlich dafür, dass oben das immer schrittweise nur sich abwickelt. Ist ja völlig klar. Ich habe jetzt hier einfach nach dem altbekannten Bautenzuchtprinzip mir ein Stückchen PTFE-Schlauch für 13 Euro online kommen lassen. Sieht man hier in schwarz. Habe diesen PTFE-Schlauch rübergezogen über das Filament und mit diesem PTFE-Schlauch überbrücke ich jetzt also die Distanz unten vom Druckkopf bis hier oben zur Spule nach dem Bautenzuchtprinzip, wie gesagt. Und der Schlauch ist hier ganz einfach überzustülpen. Filamentwechsel, wenn ich das orangene Filament wechsle, funktioniert einfach wie immer. Einfach durchgeschoben, zack, unten rein, Extruder. Also das Einfachste von der Welt ist es ja. Und die Zugebene vom Extruder haben wir eben völlig hochgelegt hier jetzt zur Spulenabwicklung, sodass unten da gar nichts mehr ankommt beim Druckkopf selber. Der kann in aller Ruhe jetzt verfahren, ohne dass irgendein Losbrechmoment von der Spule oben den hier unten in irgendeiner Art und Weise bewegen würde. Tja, jetzt werden wir das mal weiter testen. Wenn sich das bewahrheitet und der Bautenzug hier wirklich einen positiven Effekt bringt, dann werde ich das noch weiter verfeinern und dann nehme ich tatsächlich oben die Spulenrolle mit ihrem Kilogewicht auch noch runter und packe das ganze Ding an die Seite. Dann mit diesem Bautenzug allerdings, so das funktioniert ja dann wohl hervorragend. Tja, und da steht die Rolle an der Seite. Ich werde da ein paar neue Füße drucken, vielleicht die originalen Rollenhalterungen oben noch weiter verwenden. Die sind ja nicht schlecht. Tja, und dann steht die Rolle dann künftig daneben. Dann geht es mit diesem Bautenzug als Distanzüberbrückung einfach zu dem Druckkopf, den wir hier im Bild sehen. Und der kann in aller Ruhe dann zügig hin und her fahren. Deswegen habe ich den PTFE-Schlauch, den schwarzen, den Distanzschlauch jetzt auch noch nicht gekürzt hier für meine Experimente. Vielleicht brauche ich den nachher noch in der Länge, wenn die Rolle daneben steht. Gut, das wär's für heute.